Meine Erfahrung mit dem Neo-Broker Trade Republic. 15 Euro Bonus bei Trade Republic sichern. Herzlich willkommen bei Portal of Global Finance. Hier geht es um Vermögensaufbau, Aktien, ETFs, Kryptowährungen, Immobilien, Rohstoffe, Peer-to-Peer-Kredite und vieles mehr. Wenn euch das gefällt, dann abonniert gerne sofort den Kanal. Dies ist keine Anlageberatung, sondern nur meine persönliche Meinung, die natürlich auch vollständig falsch sein kann. Die Trade Republic Bank GmbH ist ein deutscher Online-Broker mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen bietet die Möglichkeit, über eine App Aktien, ETFs, Derivate und seit neuestem auch Kryptowährungen zu handeln. Abgewickelt werden die Transaktionen hauptsächlich über Lang und Schwarz. Trade Republic erhält dabei eine Rückvergütung für die abgewickelten Transaktionen von den institutionellen Partnern. Gegründet wurde Trade Republic von dem Philosophen Christian Hecker, dem Physiker Thomas Pischke und dem Informatiker Marco Cancellieri. 2018 erhielt Trade Republic die Lizenz als Wertpapierhandelsbank. 2019 und 2020 investierten verschiedene Risikokapitalgeber über 60 Millionen Euro in das Unternehmen. Mit den letzten Finanzierungsrunden stieg die Bewertung auf etwa 5 Milliarden Euro an. Der Handel per App wurde zunächst in Deutschland und später auch in Österreich und Frankreich angeboten. Die Vorteile liegen aus meiner Sicht auf der Hand. Das ist vor allem die einfache Handhabung. Kaufen und verkaufen kann man bequem per Smartphone und seit kurzem auch über die Desktop-Version. Pro Trade fällt für uns jeweils nur eine Fremdkostenpauschale von 1 Euro an. Das ist gerade im Gegensatz zu herkömmlichen Depots also extrem günstig. Wenn ihr zum Beispiel eine Aktie kauft, bezahlt ihr dafür gerade mal 1 Euro. Dabei ist die Stückzahl unerheblich, also auch bei einem Verkauf von 1000 Aktien würdet ihr nur einen einzigen Euro für die ganze Transaktion bezahlen. Dadurch, dass auch per Limit Order gehandelt werden kann, können außerdem die Spreads gering gehalten werden. Dazu gibt es völlig kostenlose Sparpläne für Aktien und ETFs. Der Depotwert kann unterwegs bequem überprüft werden, sodass es möglich ist, gegebenenfalls auch schnell auf Ereignisse an den Märkten zu reagieren. Ein Nachteil ist, dass die App zum aktiven Trading verleitet. Statistisch zahlt sich ein sogenannter Buy-and-Hold-Ansatz für die meisten Anleger mehr aus als ein aktives Trading. Es gilt der Satz: Hin und her macht Taschen leer. Ich nutze die App nichtsdestotrotz für mein persönliches aktives Depot. Denn auch wenn ich weiß, dass es den meisten Anlegern nicht gelingt, den Markt zu schlagen, habe ich den Ehrgeiz, eine Überrendite durch gezielte Käufe und Verkäufe zu erreichen. Ob das sinnvoll ist, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Mir bringt es jedenfalls auch viel Spaß, mich mit dem Kapitalmarkt zu beschäftigen und nach Chancen zu suchen. Und vor dem Hintergrund ist Trade Republic meiner Meinung nach eine sehr gute Wahl. Falls ihr noch kein Depot bei Trade Republic habt, könnt ihr euch auch gerne über den Link in der Videobeschreibung unter dem Video registrieren. Dann erhaltet ihr sogar einen Bonus von aktuell 15 Euro. Dafür müsst ihr einfach auf diesen Link klicken und dann werdet ihr auf diese Seite weitergeleitet. Dort müsst ihr euch dann nur noch registrieren, eine Einzahlung vornehmen und euren ersten Trade machen. Danach werden euch 15 Euro auf das Verrechnungskonto gutgeschrieben. Dieses Konto wird für euch automatisch eröffnet und ihr habt über die App Zugriff darauf. Jetzt würde mich natürlich eure Meinung interessieren. Was haltet ihr von Trade Republic? Habt ihr dort schon ein Depot? Wie findet ihr die Konditionen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und hinterlasst auch ein Like und ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.